Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Ja, im letzten Part ist der gute Noah gestorben. Wurde Elektroschock gedönert und jetzt reden wir mit Ikaros. Hab's gehört. Verdammt. Was ist mit dir passiert? Wir wollten deine Schwester hochbringen, als die Hölle losbrach, dann wurde ich geschnappt. Kruger Sack hat mir irgendwas gespritzt und mich dann gehen lassen. Deine neue Freundin denkt, es war Reflection. Klingt ganz danach. Na komm. Es ist noch nicht vollständig aktiv. Im Moment droht keinerlei Gefahr. Du, warum hast du diese verfluchten Peilsender hierher geschickt? Sie werden Kruger Sack direkt zu uns führen. Wie ich schon sagte, das Signal reicht nicht so tief runter. Ihre Schwester hat das jedenfalls erreicht, als wir nach oben kamen. Kruger Sack war binnen Minuten da. Und ich habe gute Freunde für mich. Na, willkommen im Club. Du wolltest mir diese Pläne nie geben, oder? Egal. Ich kann den Familien auch anders schaden. Das könnt ihr mir glauben. Ihre Türme werden sie nicht vor mir schützen. Faith. Solange Reflection nicht zerstört ist, sind wir hier gefangen. Ich weiß vielleicht einen Weg, aber ich brauche die Pläne. Geh zu meiner Freundin Plastic. Sie hat es und dort seid ihr sicher. Icarus kann Ihnen den Weg zeigen. Durch die Tunnel. Was ist mit dir? Wir sollten gehen. Ihr lang, Doktor. Hier raus. Okay, wen hat die erschossen? Faith, es wird langsam Zeit, dass du mir einen Besuch abstattest. Denkst du nicht auch? Wir haben einiges zu bereden. Außerdem möchte ich dir wegen Noah mein Beileid aussprechen. Er war ein ehrbarer Mann. Okay, haben wir vielleicht unseren eigenen Vater erschossen? Wer weiß das schon. Wir haben... Haben wir noch was gekriegt? Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit. Für... Eine Hauptmission. Habt ihr jetzt nicht gedacht. Nee, ja, wir haben immer noch Albträume. Aber wen haben wir da abgeschossen? Kann mir nur vorstellen, dass das unser Vater ist oder ein Bekannter auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein Bekannter. Hätte er ja nicht gedacht. So. Vielleicht war es der Vater. Kann sein. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird es mal aufgeklärt. All dies erfahren Sie vielleicht später. Machen. Dann halt nicht, du. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Wir müssen nach Dogen, nehme ich an, da uns sprechen möchte. Vielleicht bekommen wir jetzt auch unser Tattoo. Ja, das ist mir egal. Das ist mir relativ egal.
was für ein Umweg wir rennen müssen dafür. Nur weil die Entwickler faul waren, vielleicht zwei mehr solche Punkte einzubauen, sich rüberschwingen kann. Ah, vielleicht gibt es den, aber ich kenne ihn einfach nicht. Diesen Weg. Das wollte ich nicht. Beim Bring gehört. Der hat irgendwelche MTS. EA, okay. Noch immer ich da hochgekommen bin. Meine Schuld war es nicht. Okay, hat nicht gereicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich frage mich, ob die hier wohl auch wieder so eine Riesenratte eingebaut haben wie im ersten Teil. Wäre mal interessant zu wissen. Ich bin ein Ticken zu weit. Hältst dich da fest, spring doch einfach. Hab Schwein gehabt, nicht gestorben. Ich kann's doch wahrscheinlich einfacher machen. Muss immer die blöde Leiter nehmen. Muss dann ja mal die blöde Leiter nehmen. Hier hoch. Hier lang. Ich laufe wieder nach da oben, ne? Ja, hatte ich ja gesagt. Oh, hier ist noch was. Die Wege sind echt nicht kurz. Also groß ist es zwar, aber leider ein bisschen schlauchig. Oh, naja. Oh. Ah, ich glaube, hier lang geht eine Scheiße. Dafür benötigen wir Krugers persönlichen Gridprint.
Das ist die schlechte Nachricht. Ich komme nicht an ihn ran. Er hat ihn vermutlich in einem autonomen Netzwerk. Und ohne ihn sind uns leider die Hände gebunden. Wir geben dir Bescheid, falls sich irgendwas ändert. Okay, tu das. Er hat gewonnen. Oh, welch hoher Besuch. Wollt ihr mir jetzt die Beine brechen? Nur zu, bringen wir es hinter uns. Bring zu Ende, was du begonnen hast. Danach breche ich dir gerne die Beine, wenn du willst. Es ist schon zu Ende. Noah ist tot. Meine Mutter hat an Reflection gearbeitet und meine Schwester arbeitet für Kruger. Nur ich falle aus der Reihe. Und die Arbeiter freuen sich über Reflection wie über einen alten Freund. Eine neue Welt steht bevor, Faith. Und in ihr ist kein Platz für mich oder dich. Außer wir halten es auf. Verdammt, es lässt sich nicht aufhalten! Ja, da habe ich etwas anderes gehört. Weißt du, deine Freundin Plastik ist ein faszinierendes Mädchen. Sie sagt, wir brauchen nur Krugers persönlichen Gridprint. Tja, nun kommt da keiner ran. Nicht mal eine Top-Runnerin. Ich weiß zufällig, dass Kruger in der View eine Privatwohnung hat. Mit Zugang zum Netzwerk der gesamten Kruger-Familie. Klar, ja, ein Einbruch in Krugers Privatwohnung? Da wimmelt es doch nur von Sicherheitskräften. Ich schätze, ich habe mich in dir getäuscht. Du darfst dich jetzt entfernen. Warte, das war's? Ja, verdammt, das war's! Ich kannte mal eine junge Frau, die jedem die Stirn geboten hätte. Selbst mir, um das zu tun, was sie für das Richtige hält. Aber du bist nicht sie. Du bist am Ende. Nimm die Zeichnung und geh. Ich will dein Schmollen hier nie wieder sehen, verstanden? Seit wann kümmert es sie, was richtig ist? Seit es sich mit meinen Interessen deckt. Warum bist du noch hier? Ich bin hier, weil sie sich irren. Ich bin nicht am Ende. Beweis es. Mach ich. Plastik? Faith braucht die Position von Gabriel Krugers Wohnung in der View. Kein Problem. Ich habe sie gerade auf deinen Beat hochgeladen, Faith. Du kannst von dort aus auf sein privates Netzwerk zugreifen. So kommst du an den Gridprint. Hey. Ja, du musst nur eine leere Shotgun verwenden, Faith. Sobald du die Verbindung herstellst, hacke ich mich über deinen Handschuh rein. Also mehr ich so mit Dogen zu tun habe, umso mehr glaube ich einfach, der tut nur so böse, aber der, denke ich, der mag die Faith und der macht das so ein bisschen mit Absicht, um die ein bisschen anzustacheln, dass er sich mehr Mühe gibt. Es gibt nur den Helipad auf dem Dach und natürlich den Haupteingang. Ein Vitol können wir auch nicht wieder umleiten, weil sie ihre Kommunikationsprotokolle geändert haben und es einfach zu lange ist. Lass sie einfach machen. Oh. Okay. So, wir haben müssen in Krugers, ach, Kruger 6 und Faith, denk an unseren Deal. Hauptrechner ran. Von Mr. Kruger. Ja. Ey, warum machst du das? Ey, die fügen immer mehr Sachen hinzu, da wo das dieses automatische abgestellt sein, das ist unpraktisch. Sehr unpraktisch. Es ist zwar nett, oder es ist in manchen Teilen echt cool, aber manchmal kann man da auch deswegen irgendwo runterfahren. Das ist dann nicht so cool. Das ist dann definitiv nicht cool. Hier muss hier rüber. Ah, jetzt Spiel? Hallo? Da. Da sind wir. Puh.
Ich schätze mal, das Spiel nimmt so langsam sein Ende. Nimmt so langsam sein Ende. Ich hoffe, es gibt einen New Game Plus Modus. Ich habe nicht vor, ihnen aus dem Weg zu gehen. Ich verstehe nicht, warum die Leute in Kunstmuseen gehen. Sie sind vollkommen unlogisch. Warum kann ich mich da nicht hochziehen? Kunst muss nicht logisch sein, Plastik. Warum nicht? Welchen Sinn hat sie dann? Sie soll Gefühle wecken oder überhaupt irgendeine Reaktion hervorrufen. Genau wie Reflection. Nein, Reflection erzeugt künstliche Emotionen. Kunst ist real. Also ich finde sie bescheuert und sinnlos. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch das ist eine Reaktion. Da hat sie recht. Tür! Oh. Hä? Wo geht's denn? Hä? Ach da, geht's raus. Den Grund, warum man hier rein kann. Und vielleicht ist das hier echt eine Abkürzung. Yo. Vor große Abkürzung ist er der nicht, ne? Kann nicht hier runter. Hilfe. Ups. Geschafft. Irgendwie. Guck mal. Also trotzdem irgendwie nicht da, wo wir hin wollten. Hm. Nicht so geil. Da müssen wir da außen rum steppen. In die Tasche höher. Dann können wir jetzt auch endlich mal die Dinger einsammeln. Man auch nicht wirklich lange. Man muss wirklich außen rum, ey. Die Entwickler sind noch blöd. Nö. Mach ich nicht. Bin auf Mission. Die von äußerster Wichtigkeit ist. Schade. Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten, Boys. Aua. Das nehmen wir noch mit. Wir werden uns jetzt noch zu dem Eingang begeben. Und dann wird es im nächsten Part weitergehen. Dann werden wir Spaß haben.
Da ist unser Eingang. Zur Privatwohnung von Kruger, dem Ollenschweinebastard. Oder auch nicht. Naja, Leute, ich würde sagen, aber wir sehen uns im nächsten Part und dann werden wir uns weiter nach da unten begeben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.